Glück auf, meine Kumpel Malocha. Ja, wir sind jetzt direkt wieder bei den Top-Talenten der Welt und wollen hier die Besten für uns gewinnen, was sehr, sehr schwierig sein wird. Sind jetzt hier bei Platz 13 mittlerweile und versuchen jetzt die Top 10 der 18-jährigen Leute für uns zu überzeugen. Und danach geht's auch schon direkt in die neue Saison. Ja, wir haben einige Angebote abgegeben. Also mich hat es auch gewundert teilweise, dass wir da bei so vielen Spielern auch ja, vorstellig werden dürfen, weil es ja auch generell erstmal Zeit, die da flöten geht, einem Berater. Also wir haben ein Budget für 20.000 bei uns. Wenn alles, was da drüber geht, ist nicht finanziell für uns nicht vorstellbar. Und ich hoffe, dass von den Jugendspielern, die wir hier, jetzt sind wir in den Top 10, die wir hier mit Verträgen ausstatten wollen, dass da der ein oder andere sich vorstellen kann, für ein bisschen weniger Geld zu spielen, weil die meisten von den Spielern hier sind für uns eigentlich oder von ihrem Erstangebot, von den Wünschen, die die haben, sind die nicht machbar. So, wir haben sogar einen aus der Top 8 mit dem reden können, Vertragsverhandlungen führen können. Das ist sehr, sehr krass. So, jetzt sind wir in den Top 4. Top 3. 2. Boah, der Top 2. Geh ich mal ein bisschen höher. Wenn wir den Sieves bekommen würden, das wäre echt den zweittalentiertesten Jugendspieler. Das wäre echt sehr, sehr krass, aber mach mir da nicht zu große Hoffnungen. So, gehen wir hier mal auf Alter. Muss über 16 sein. Die 15-Jährigen kommen schon mal nicht in Frage. Und jeder aus dem Ausland, der unter 18 ist, auch nicht. Aus dem europäischen Ausland. Kommt auch nicht in Frage. Der will nicht. Espanyol wäre möglich, will aber auch nicht. Villarreal würde klappen, will auch nicht. Sociedad. Oh, der wäre sogar möglich finanziell. Der auch. Das wäre sogar mal ein Rechtsaußen. Also falls wir wirklich ein Linksaußen, da hatten wir ja mehrere Angebote abgegeben, kommen würden und wir jetzt sogar dann Rechtsaußen bekommen würden, dann wäre das sogar eine Option, da mal ein anderes System spielen zu lassen. Der ist ein bisschen teuer. CC. So, Sar will nicht, will auch nicht, er geht nicht, der auch nicht, der auch nicht, der auch nicht, der auch nicht. So, da vielleicht, nee. Wieder ein Rechtsaußen. New York City ist im Ausland, Aston Villa, das passt nicht, Utrecht, Gladbach, Leipzig. Ah, in der Region hier B-Jugend sind viel weniger Spieler verfügbar. Hier.
So. Der kann nicht. Barcelona. City geht nicht. Elche. Nee, Boca Junior geht nicht. Celta Vigo. Nee, Sevilla. Viel, viel weniger als in der B-Jugend. Ich hoffe aus der A-Jugend, das sind nicht diese Schrottspieler, sondern nicht, dass die alle schon Verträge unterschrieben haben. Top-Talente und die schon als Profis gelten. So. Das kann man natürlich auch so sehen, ne? Also die Talente, die bis jetzt immer noch keinen Profivertrag unterschrieben haben. Also in der A-Jugend, da muss man sich auch wundern, warum, ne? Warum hat er noch keinen Vertrag unterschrieben? Die gehen nicht, der auch nicht, der auch nicht, der auch nicht, der hier vielleicht. Nee, nee. Ja, oder oh, wäre vielleicht auch machbar. Er ist nicht möglich. Nee, hier. Da Stern Belgrad. In echt sind die ja wirklich abgelost. Die waren ja zuletzt immer so ein Überraschungsteam Champions League, aber diese Saison waren die wirklich sehr schlecht international. Vielleicht holen wir uns hier ein paar Serben ins Haus. Zumindest mal zwei würden auch rein theoretisch zu uns wechseln. Cavallero. So, der nächste Mohammadi Schalke. Nee, der geht nicht, der auch nicht. Hier wieder roter Stern. Will nicht. So, Benfica könnte gehen. Will nicht. Sporting auch. Ajax. Ajax auch eine verdammt gute Jugendarbeit. Da kommt immer wieder, ich glaube, alle holländischen Talente kommen immer gefühlt immer aus Ajax. So, Corinthians ist nicht möglich. Hier der nächste von Roter Stern. Er will nicht. Nummer Eindhoven sind gleich durch. Nummer Eindhoven. Dortmund. Nochmal Eindhoven, Ajax und der VfB Stuttgart. Okay, dann machen wir weiter und die WM läuft weiter. So, Algerien hat es in die nächste Runde gepackt, genauso wie Argentinien. Deutschland hat Brasilien geschlagen und Frankreich ist weiter. Also wie erwartet, ne? Ich habe das ja schon so vorher gesagt. Argentinien im Halbfinale, Frankreich im Viertelfinale. So, hier haben sich auch die Favoriten durchgesetzt. Mexiko hat Belgien geschlagen. Das ist jetzt nicht ganz so ja, normal, sage ich jetzt mal. Da hat sich der Außenseiter. Und komm, wir gucken einfach mal so ein bisschen in die Statistiken. Bayern ist Meister geworden und Leipzig-Wolfsburg überraschenderweise und Dortmund in der Champions League. Dortmund sehr, sehr knapp.
Was hätten die das verpasst? Leverkusen, Gladbach international dabei. So abgestiegen ist Bielefeld, Union, Bochum, Relegation. So, und in der zweiten Liga. Schalke geht hoch, Karlsruhe geht hoch. Bremen verpasst die Relegation mit dem gleichen Torverhältnis. Und beide Mannschaften haben am letzten Spieltag verloren. Also, und Karlsruhe ist scheinbar an beiden Mannschaften vorbeigezogen. Was für eine, ja, Liga, was für eine Spannung in der zweiten Liga. Hamburg nur im Mittelfeld. 47 Punkte geholt. Wahnsinn. Und in der dritten Liga geht Lautern wie in echt und Osnabrück hoch. Dortmund in der Relegation, deswegen Türkgücü München mit dabei. Untergehen Berlin, Verl, Meppen und Havelse. Okay, dann gehen wir mal ins Ausland. England, Liverpool Meister, oh, City, Leicester und Wolverhampton. Also wer hätte erwartet, dass die zwei in die Top 4 direkt einsteigen in der ersten Saison. Also ich nicht. Watford, Bradford und Burnley gehen runter. Das kann man so erwarten. Paris, Olympique Marseille, Monaco, Lyon, da sind wenig Überraschungen. Absteigen Lorient, Clermont, Troyes. Wo ist Lille? Was ist denn Lille hier? Lille hier, Rennes hier. Ja gut, ein paar Überraschungen, aber eigentlich hat man das so kommen sehen, hätte man das so kommen sehen können. Inter Mailand Meister vor Juve, Neapel, Lazio in der Champions League. Mailand nur auf Platz 5, AS Rom nur auf der 6, Atalanta nur auf der 12, okay. So, was haben wir in Holland? Ajax, Alkmaar, Feyenoord, Twente, Eindhoven. Eindhoven, sehr, sehr schwache Saison. Portugal, Porto nur auf Platz 4. Braga wird Meister, das ist auch sehr, sehr ungewöhnlich. Weit St. Gallen, okay. Spanien, Barcelona, Real, Dritter nur, Sevilla und Sevilla. Dabei Atletico nur Sechster, Villarreal auf 5, Valencia auf 10. Okay. Türkei, Beşiktaş. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray nur auf der 7. So, dann gewinnt Deutschland 4-0 gegen Brasilien, 5-2 gegen Frankreich, Argentinien gegen Deutschland Halbfinale. Und wenn Deutschland hier die WM holt, dann wird das auch verdient, wenn man guckt, wen die hier schlagen, sehr, sehr hoch in der K.O.-Runden. Haben ja auch alle drei Spiele gewonnen in der Gruppenphase. Jetzt spielen die gegen Argentinien und werden dann auf Spanien oder Portugal treffen. Wahnsinn. Portugal nach Elfmeterschießen besiegen die Mexiko. Und Spanien setzt sich knapp mit 3 zu 2 gegen Italien durch. Wahnsinn. Wahnsinn auch, was Deutschland da für eine Runde spielt. So, Deutschland schlägt auch Argentinien mit 2 zu 0 und Spanien wieder mit einem 3 zu 2. Wenn man sich anguckt, in der K.O.-Phase Spanien immer nur mit einem Tor weiter, also immer relativ gezittert, wobei die hier 3-0 geführt haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer Weltmeister wird. Wir haben jetzt so ein Fußballquiz. Das mag ich ja gar nicht, ne? Dieses Fußballquiz am Ende. So, Osnabrück ist meine ich, aufgestiegen. Der beste Spieler meiner Mannschaft, das muss ich ja eigentlich wissen. Ist das Arrigi nicht Winkler? Ja, da war ich wieder zu schlecht. So, Argentinien wird Dritter. Okay, und jetzt, wer wird Weltmeister? Deutschland wird Weltmeister und was für eine Weltmeisterschaft. Spielt Deutschland bitteschön. Schlägt Spanien 2-0, Argentinien 2-0, Frankreich 5-2 und Brasilien 4-0. Dreimal zu 0 in der K.O.-Phase und gegen Frankreich 5 Tore.
Gegen Brasilien 4 Tore, Wahnsinn, Wahnsinn. Klarer kannst du das nicht machen. Gruppenphase, 3 Spiele, 3 Siege in auch einer relativ guten Gruppe. Timo Werner, 8 Tore gemacht. Müller ist auch in der Top 11. Philipp Max, der alte Schalker, auch mit dabei. Wahnsinn, Wahnsinn. Rüdiger auch. Baku. Wow. Ja, Deutschland mal wieder Weltmeister. Gosens gute Leistung. Machen wir hier mal schnell. Und jetzt müsste es auch gleich in die neue Saison gehen. So. Ich hoffe ja, oder ich versuche wirklich in der neuen Saison oben mitzuspielen. Wir müssen mal gucken, was für einen Kader wir am Ende haben. Wir haben ja jetzt einige Jugendspieler mitgeboten. Einige ablösefreie Spieler werden auch kommen. Da müssen wir gucken, in was für einer Verfassung die sind. Und wir müssen auch mal gucken, wie die Spieler, die aktuell da sind, wie die drauf sind. Und dann können wir ja überlegen, ob da ein Aufstieg Sinn macht oder nicht. Vielleicht kriegen wir auch den einen oder anderen Spieler in unsere eigene Jugend, der uns da weiterhelfen kann. So, was sagt hier unsere Saison? Pokal nicht qualifiziert. Platzierung 9. Saisonziel war nicht Abstieg, das war gut. Budget alle eingehalten. Saisonanalyse schlechter als der Tabellenplatz aussagt. Oh, okay. Müssen wir jetzt besser spielen, wie der Tabellenplatz aussagt? Nee, das wäre ja schlecht. Aber einfach eine bessere Runde spielen und einen besseren Tabellenplatz holen. Jetzt wird ein bisschen geladen. Der Manager springt jetzt auf die neue Saison. Braucht immer mal ein bisschen. An der Stelle können wir ja gern mal über das Wappen sprechen von Wegberg Beek. Ja, also die haben die Farben. Okay, jetzt sind wir durch. Hier. Platzierung, Saisonzusammenfassung. Jugendarbeit, Leipzig am besten, Ligaentwicklung. Wenn wir mal runtergehen zur Regionalliga West. Auch besser geworden. Deutschland ist ja im Moment das Maß aller Dinge. Boah, Spanien mit 6 Mannschaften in der Champions League. Wann hat es das gegeben? Also auch Atletico ist mit dabei, mit von der Partie. Real Sociedad, Barcelona, Real Betis. Real Madrid und Sevilla, Wahnsinn. Deutschland mit Gladbach und Leverkusen. UEFA Euroleague. Hier gibt es noch in dem Manager keine Conference League. Bin mal gespannt, ob der Wettbewerb zur neuen Saison kommt. Also zu den neuen Updates mit dazu stößt oder nicht. So, wir haben eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft. Das ist schon mal gut. Es freut mich doch. Nicht Abstieg. Will auf jeden Fall im oberen Mittelfeld mitspielen. So, machen wir mal so. Jobsicherheit sehr gering. Wir werden sehen. Und transfermäßig sind wir auf jeden Fall unter den Erwartungen. So, wir haben hier eine Menge Spieler. Ah, ich würde erstmal, das ist zu viel, ich würde erstmal alle löschen und nur noch die. Oder ich gucke mal gerade, ob ich überfliege mal gerade Saisonziel. Die freuen sich, Spielervorstellung. Ist da noch was Wichtiges? Okay, jährlicher Bericht. Ja, das meinte ich eben. Nach Steuern sind 122.000 Euro
übrig geblieben. Hätten wir hier einen größeren Betrag, der übrig bleibt, müssten wir mehr Steuern bezahlen. Deswegen, ich guck mal gerade. So, dann drücken wir hier mal alle Mails weg. Und da sehen wir die Spieler, die zu uns gestoßen sind. Nein. Akzeptieren. Webseite. Akzeptieren. Webseite. Akzeptieren. Webseite. Wir können uns hier nichts leisten an Pressekonferenzen für 10.000. Das ist nicht drinne. So, und dann gehen wir mal auf unseren Kader. Und wie viele Spieler haben wir? Wir haben hier schon einiges drinne. Und wenn wir nach Stärke gehen, wow, haben wir uns schon sehr verstärkt, ne? Wenn man mal so guckt. Und wir haben auch einige Jugendspieler bekommen, sehe ich gerade. Also wenn ich in Bradley Fink sehe, so, auch ich guck mal vom Talent, wer ist der talentierteste? 3 Sterne. Yildiz, Wright, Hofrogge. Meiner Positionen. Ja, also wird dann doch beim System bleiben, was wir bisher gespielt haben. So, Transfers haben wir gerade ein Minus von 311.000. Da müssen wir gucken, dass wir da wieder was reinspielen können. Gehälter sind wir sogar noch gut. Also Gehälter passt das soweit. Ist zwar sehr, sehr knapp, aber es passt. Also ich bin damit zufrieden. Und da dringen schon sehr, sehr viele Spieler mit in die, ja, sagen schon Startelf rein. Also wenn man hier so guckt, Stürmerposition, da wollten wir ja unbedingt mit Hasani zum Beispiel verlängern. Und jetzt haben wir hier auf einmal Fink, Hajduk oder hier auch Aidinel, der schon stärker ist. So, Hofrogge würde ich anbieten. Oder kann er auch eine andere Position spielen? Ist auch ein schwieriger Charakter. Naja, will ich mir nicht antun. Hat einen Marktwert von 200.000, Gehalt 20.000. Wird den zur Leihe abgeben. Vielleicht auch direkt mit einer Kaufoption. Ist aber erst 16 Jahre alt. Also sehr junges Talent. Normalerweise sehr. Also, wenn man mal guckt. Mit unser, wenn du Alter plus Talente berücksichtigt, ne, der hat 59 Stärke, nur 16 Jahre alt, ist das mit unser talentiertester und auch fast bester Spieler, aber ja, ich würde den trotzdem abgeben, weil die Position halt bei uns gar nicht in Frage kommt. Und wir haben halt zu wenige, oder wir haben gar keinen Linksaußen, gar keinen Rechtsaußen außer ihn. Müssen wir bei ihm vielleicht mal in den sauren Apfel beißen. So, ich gebe ihn zur Leihe mit Kaufoption ab. Verkaufen können wir ihn nicht, da er jetzt gerade erst gewechselt ist. Aber zur Leihe mit Kaufoption wird da sicherlich jemand sich finden lassen. So, wir gucken uns jetzt erstmal den Sturm an. Wir haben hier eine Position. Ich würde sagen, wir nehmen 3 Stürmer mit. 3 Stürmer hatten wir auch letztes Jahr, das hat gut geklappt. Wenn einer verletzt ist, hat man immer noch einen Joker. So. Er ist ein Einzelspieler, das mag ich eigentlich nicht. Sturmtank. 1,93, den will ich besser machen. Er ist eigentlich so ein Spieler, der glaube ich, den man sehr gut entwickeln kann. Ihm könnte man auch hohe Bälle spielen, zum Beispiel. Er ist auch Einzelspieler, aber wesentlich schwächer. Sani. So, ich würde auf jeden Fall Fink vorne erstmal spielen lassen.
Dann, den nehmen wir mit. Asani 26. Nimmt er natürlich ein bisschen, also Sopo tue ich erstmal raus. So, Hajduk würde ich auch trotzdem mitnehmen, ne? 3 Sterne. War ein Einzelspieler, aber sehr guter Mann. Der ist auch gerade noch in einer schwächeren Form, das heißt, der wird auch noch zulegen sogar an Stärke. Jetzt ist die Frage, wen nehmen wir mit? Aidinel ist ein bisschen älter und ein bisschen stärker als Nathaniel. Wäre vielleicht gut, noch einen älteren Spieler mitzunehmen. Hasani ist auch ungefähr auf dem Niveau. So, was ist denn er für ein Spielertyp? Dribbler. Relativ gute Standards. Die Sache ist, er ist jemand, wo wir kein Geld kassieren könnten, wo wir ihn nur ausleihen könnten, dadurch, dass er erst neu gekommen ist. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Break an dem Part und dann machen wir die Planung im nächsten Part weiter. Wer wird der Stürmer sein? Und der ja als dritter Stürmer mitkommt, schreibt's mal in die Kommentare und dann sehen und die Lösung erfahrt ihr dann im nächsten Part. Bis dann, ciao.